Banditenbereich nördlich. Wasser. Mit Wesen drin. Und wir hätten jetzt gerne dich weg und Wasserwandel. Ilem Por. Por. Ilem. Ilem. Por. Verheilt und fertig. So. Schwupp, weg mit dir, du. Garstiges Ding. So, Wasser folgen, Wasser folgen, Wasser folgen. Karte gucken. Wir sind falsch. Wir wollen südlich. Oh, und nebenbei mal die Wände angucken. Ob hier vielleicht irgendwas ist. Oh, Spinne. Komm schon, nicht vergiften und einfach töten. Ein Treffer, zwei Treffer, tot. Sehr schön. Gucken. Steinwand, 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 Steinwand. Nichts Besonderes. Das hier ist verdächtig. Das ist sehr verdächtig. Aber hier ist nichts. Oben irgendwo levitieren? Nö. So, jetzt Karte. Wir wollen jetzt südlich. Also hier über das Wasser. Und hier nach einem Geheimgang gucken. Ist aber keiner. Und hier wäre schon wieder nicht südöstlich, sondern Richtung Westen. Da wäre eine Tür. Wäre aber nicht wirklich ein geheimer Bereich und wäre nur im weitesten Sinne südöstlich, weil hier ist die Mitte. Einmal gedrückt, Teleporter. Was sind das hier? 2, 3. Hast der Fackelmann? Grüne Echsenmensch. Also hier sind wir einmal die ganze Wand abgelaufen, da ist nichts. Urgo. Urgo wird der Schlüssel sein. Hier kriegen wir bei Urgo irgendeinen Schlüssel im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit können wir alle Türen öffnen und dann finden wir irgendwo die Klinge. Also müssen wir jetzt rausfinden, was Urgo wirklich will. Und das war letztes Mal das Problem. Wir hatten es mit Fischen versucht. 3 Stück anscheinend. Ich glaube, wir hatten es sogar schon mit 4 versucht. Aber da kam mir nicht der Gedanke, dass die Sachen stapeln kann. Vielleicht will er auch mehr als 4 haben. Aber sprechen wir einfach nochmal mit ihm. So, du Cesare. Tossa Sella Zecca. Du tauschen Hunger. Er will essen. Warte. Wir geben jetzt einfach ganz viel Essen und stapeln das so hoch, wie wir es können. Alles querbeet. Fisch. So. So. Ruhendingens. Weg. Komm schon, ohne auf das Handbuch zu gucken, wie wir Essen herstellen. Das war das komische N. Und das M. Kein Spruch. I-M-N. Aha. Sehr schön. Oh, gleich wieder weggemacht. Nein, 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 nein. I-M-N. So. Ich hätte gerne das Brot. Brot. Maiskolben. Hähnchenkeule. Licht aus. Schlafen. Und schlafen. Nochmal schlafen. Schlafen.
Schlafen. Nochmal schlafen. Und werden gleich selber ein bisschen was essen müssen, denke ich. Aber das sollte jetzt reichen. Also, wir hätten gerne... Apfel. Warte mal, du kannst da rein. Da rein. Du dahin. Du dahin. Du bist anderes Brot. Ich hoffe einfach mal, ich will keinen Apfel haben. Das ist zu schwer. Och nö, jetzt komm. Nicht mit so einem Unfug. Du dahin. Du dahin. So, handeln. Oh, da ist so eine Keule. Warte. Nicht, dass es dann eine Keule jetzt scheitert. Dahin. So, sprich. Also Keulen. 3 Stück. Fische. 3 Stück. Maiskolben. 4 Stück. Brote. 3 Stück. 3 Stück. Hier. Ah, sehr schön. Und es ist mir eigentlich vollkommen egal, was er sagt. Aber ich sollte trotzdem nochmal kurz versuchen zu übersetzen. Isili. War ich? Tossa war du. Klick? Nein. Seller war tauschen. Keine Ahnung, was Isili war, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ich war. Komm. Tesh Tossa. Tossa du. Tesh. Habe ich auch nicht auf der Liste. Wobei meine Liste total chaotisch auf dem Zettel verteilt ist. Also ich, irgendwas du. Ich mag dich. Du, Yeshua Klick. Du, Freund. Du, Epa Isili. Haben wir Epa? Zurück. Du zurück, Isili. Du zurück, mich. Oder er meint Urgo. Danke. Denke ich mal. Tschüss. Und er ist frei. Endlich. So du. Er sieht dich an mit wilder Freude in seinen Augen und springt in einen Tanz. Dann dreht er sich zu dir um und zeichnet mit seinen Händen halt ein Dankeschön. Ich kann mir das so richtig gut vorstellen. Wir machen die Zellentür auf und er fängt erstmal an mit Breakdance und bedankt sich dann schämenderweise. Okay. Auf bald und genieße deine Freiheit. Du siehst, wie er den Gang hinuntergeht und dabei ab und an springt. Willst du mich veräppeln? Ich brauche einen Schlüssel von dir, um diese ganzen Türen zu öffnen. Okay. Ogu war nicht das Rätsels Lösung. Das finde ich jetzt echt komisch und schade. Weil ich mir so viel Mühe damit gemacht habe. Also ich glaube, ich habe 2 Folgen allein damit verbracht, die Sprache ansatzweise aufzuschreiben und nachzuvollziehen und was weiß ich. Oh, der Stock ist wichtig. Der ist bestimmt wichtig. Also wir hatten bisher erst eine Stelle, wo wir es wirklich brauchten, bei den Goblins. Ne, nicht bei den Goblins, irgendwo anders. Aber ich dachte, wir hätten es nochmal gebraucht bei den Skeletten, wo wir runtergefallen sind. Oder konnten einfach springen. Aber ja, vielleicht brauchen wir nochmal. So, Urgo wird gelöscht. Wir brauchen kein Urgo mehr. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück in die Zelle. Das kann nicht sein, dass das alles nur dafür war, irgend so einen verrückten, stummen Magier-Dieb freizulassen, damit er wieder Unfug machen kann. Kann man nicht benutzen. Das wäre auch komisch, wenn hier eine Geheimtür wäre. Hast du noch irgendwas zu sagen? Andere? Oh. Tom? Was? Oh, warte. Du. Andere. Schlüssel. Ich nicht estrisch. Verstehe? Wahrscheinlich.
Hilfe. Kann ich nicht helfen? Ich klick. Ja, was machen wir jetzt mit den Türen? Ich habe eine Idee. Wir tun das mal da rein. Und wir nehmen eine von den Keulen hier mit. Also die, die keine Rubine im Griff hat. Und damit schlagen wir einfach irgendeine Tür ein. Hoffen, dass wir dahin den Schlüssel finden für besagte Tür. Nicht unbedingt jetzt direkt bei den Echsenmenschen, aber hier unten vielleicht. Also östlich. Du bist ein normaler Echsenmensch, ja. Und ich probiere nochmal ganz kurz alle Schlüssel aus. Passt nicht. 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 Sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Freundlicher Ex-Mensch. Freundlicher Ex-Mensch. Freundlicher Ex-Mensch. Ganz viele freundliche Ex-Menschen. Aber keiner gibt mir ihre Schlüssel zu ihren Behausungen. Komisch, ne? So, vielleicht nebenbei noch nach Geheimwänden suchen. Aber nee, ist nichts. So, genau die Tür hier. Die ist doch ein bisschen außerhalb. Die gehört bestimmt nicht mehr zu denen. Benutzen wir jetzt hier nochmal alle Schlüssel. Auch wenn ich wirklich denke, dass alle Türen die... Oh, falsch. Dass alle Türen, die gleich aussehen, auch den gleichen Schlüssel brauchen. Na komm, mitnehmen. So, du auch da rein. So. Benutzen den... Nein, den, nein, den, nein, den, nein. Ich hasse das. Den, nein, den, nein, den, nein. Oh. Locks the lock. Unlocks the lock. Die Tür war die ganze Zeit offen. Nicht ernsthaft. Ist doch sicher die Tür, die ich meine? Nee, ist es nicht. Das könnte erklären. Oh. Hallo, Ex-Mensch. Freundlich. Um dich selber zu beschützen, benutze das Antrat-Chant. Ja, okay. Nehmen jetzt zu der eigentlichen Tür, die ich meinte. Und da sind wir falsch. Zurück, westlich. Westlich. Die Tür, richtig? Richtig. Also benutzen. Die geht auch auf. Wehe, du bist ein wichtiger Ex-Mensch. Nee, du bist nur ganz normaler. Okay. Ja, okay. Shrine. So viel dazu. Die ganzen Türen können alle zu den Ex-Menschen gehören. Dementsprechend vielleicht nicht so gerne geöffnet werden. Aber ich probiere es mal bei denen. Die sind hinter einer anderen Tür, also nicht so gleich ersichtlich. Das mit dem Südosten irritiert mich aber echt. Also auf meinem Schrieb steht... Wo ist denn raus? Im Südosten, in Level 3, Geheimtür-Klinge. Banditen und von den Banditen aus? Ich weiß ja nicht. Oh, und wenn wir die Klingenteile dann haben, müssen wir bestimmt zum Zwergenschmied und da was machen. Das passt ja ganz gut, können wir unsere Ausrüstung wieder reparieren. So, klick. Und jetzt sind wir meiner Meinung nach aus dem Echsengebiet raus, weil hier ja andere Wände sind. Und die beiden Türen stellen sich quer. Das heißt, jetzt werden alle Schlüssel nochmal ausprobiert. Nicht. Du dahin, draufhauen.
kaputt. Hoffentlich ist da kein Echsenmensch hinter und wundert sich, was los ist. Also wir sollten von oben hauen. Und offen. Das ging ja schneller, als ich dachte. Au. Oh. Hallo? Hallo, Freund.